Weil. Oha. Oh mein Gott, Leute! Oh, ihr wart live dabei! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen DM-Haul. Oh Leute, ich war bei DM. Mehr oder weniger spontan. Und ich brauchte auch ein paar Sachen. Gerade einen Moment. Und ich habe bei Amazon was gekauft und ich war noch bei Teek Schwendtner. Das zeige ich euch aber am Schluss. Meine Freundin hat mir noch was geschickt, weil mir ist ein Missgeschick passiert. Also sie hat das noch nicht gewusst mit dem Missgeschick, aber daher kommt es doppelt gut. Und im DM ist mir was Peinliches passiert, Leute. Das war echt peinlich, aber ich sag's euch gleich. Ich habe nämlich heute ein Paket bekommen noch von Meinpunkt und es gibt einen mega coolen Osterrabatt. Schaut da mal rum. Ich werde alles in die Infobox verlinken. Da habe ich mir nämlich wieder was bestellt und zwar Ohrringe und ich möchte die jetzt gerne schnell noch reinmachen. Mit euch live ausprobieren und zwar zu meiner Kette und zu meinem Armband und zwar diese Ohrringe hier. So ein bisschen ein paar Hängerchen. Ich habe mich mal getraut. Und ich wollte es mit euch zusammen ausprobieren. Hatte ich irgendwie, weiß ich nicht, habe ich mich nie getraut, sowas. Ich bin immer so Stecker eigentlich. So sehen die aus. Und dann könnt ihr auch gleich mal sagen, ja, jetzt natürlich mit diesem Casual-Pulli hier passt jetzt eher nicht so gut, aber mit einem Kleid. Ob mir das steht. Und offene Haare. Okay, habe ich jetzt auch nicht. Okay, ihr habt jetzt echt keine gute Grundlage. Aber generell. Wartet mal. Ich mag den Schmuck von Meinpunkt. Ich finde auch die Ohrringe richtig toll vom Preis her. Ist schon süß, oder? Ich habe mich mal getraut. Die haben keinen Stecker oder so hinten dran. Die sind einfach so zum Reinhängen. Steht mir das? So mit offenen Haaren dann noch? Aber dann verfangen sich die Haare da drin, ne? Müsste man aufpassen. Ich wollte mal irgendwie sowas. Ja, fand ich irgendwie total niedlich, wie gesagt. Ist goldplattiert und ich werde alles mal verlinken. Ich finde, die haben eine schöne Qualität. Ich bin bisher mit allem zufrieden, was ich bestellt habe. Denkt mal, Muttertag, an Ostern noch. Und ich habe ein Armbändchen bestellt und da habe ich schon öfter so ein bisschen drauf geschielt. Ich finde das so mega schön. Es gibt auch noch ein extrem schönes in Silber. Da schiele ich auch schon seit geraumer Zeit drauf. Aber ich zeige es euch mal. Das ist so schön, Leute. Das ist perfekt für die beste Freundin, für die Mama, für einen selber, für die Freundin, für die Frau. Ich finde das... Weiß ich nicht. Das ist so schön. Das ist Gold. Das gibt es auch noch in Silber. Es gibt auch noch andere mit Herzchen. Es gibt auch Herzchenketten. Da habe ich mir ja auch was bestellt. Ich stehe da drauf. Das ist so filigran. Das ist nicht so auffällig. Daher finde ich es auch nicht so kitschig mit den Herzchen. Ich finde das total niedlich. Und das musste jetzt mal sein. Ist auch super schön leicht. Und... Kriege ich das? Ich kriege das super gut alleine auch angezogen. Ach. Leute, ich finde das echt mega schön. Ja, das kam jetzt gerade vorhin mit der Post an. Und deswegen dachte ich, komm, das möchte ich jetzt mal im Video mit euch zusammen ausprobieren. Da könnt ihr mir mal schreiben wegen den Ohrringen. Kommen wir zum DM-Haul. Ich habe... Ein bisschen was Nützliches und ein bisschen was für meine Freundin. Aber ich glaube, nicht so viel, aber bei Müller habe ich extrem eigentlich fast nur was für meine Freundin geholt. Zuerst mal brauchte ich wieder und tatsächlich ist das schon wieder die letzte Packung dann, weil mein Mann hat was ins Büro mitgenommen, ich habe was ins Büro mitgenommen und gerade vorhin ging eine Packung leer. Und das ist jetzt die letzte, das heißt, ich habe kein Backup mehr. Brauche ich also tatsächlich schon wieder was. Denk mit Allzwecktücher. Diese blauen hier, die sind so neutral. Ich mag die. Schon wieder meine letzte Packung. Und Leute, ich brauchte unbedingt ein Feuerzeug. Weil... Oha. Oh mein Gott, Leute.
ihr wart live dabei. Ich hab das doch nicht verloren. Habe ich euch das schon gesagt? Jetzt bin ich aber gerade so richtig... Ich sag's euch, ich war bei DM. Ich sag's euch zuerst. Es ist ein bisschen verpeilt jetzt gerade das Video. Ich war bei DM. Und ich war nach der Arbeit bei DM und war schon so... Ja. Und brauchte unbedingt eine neue Hose und war eigentlich nur so, ich brauche eine Hose. Und dadurch, dass ich eben so super klein bin und auch nicht so super schlank, es ist super schwierig. Und dann dachte ich noch so, oh Gott, Hopp, du brauchst unbedingt eine Hose. Bitte finde eine Hose. Und dann war ich aber davor noch bei DM, weil das eben am Anfang liegt und nicht direkt in der Stadt. Ich muss da noch laufen. Und dann habe ich da so rumgeguckt und habe auch Fotos gemacht und Sprachnachrichten noch mit meiner Freundin und so. Und ich habe umgeguckt und auf einmal, es ist so ein bisschen kleinerer DM und hinten ist es super eng, finde ich jedenfalls. Das sind dann die Haarprodukte und Sonnencremes und so. Und dann kommst du da aus dem Gang raus, der irgendwie super schmal ist, und kommst du um die Ecke, beziehungsweise kannst geradeaus weiter zu Babynahrung oder um die Ecke. Und dann war da auf einmal so ein Aufsteller. Aber wie? Also nicht so ein Aufsteller, sondern so ein Regal, super breit dann auch noch, offen an den Seiten, direkt nach dem Gang, wo du eigentlich nur geradeaus weiter kannst, an einem anderen Aufsteller noch so vorbei oder halt so. Und das ist halt echt eng da. Und ich hatte noch eine Tasche von meiner Arbeit, meine Handtasche, und hatte halt das Handy auch noch in der Hand, weil ich mit meiner Freundin noch eine Sprachnachricht geschickt habe. Und dann mache ich mal das Handy rein und raus. Und dann laufe ich das so und will so um die Ecke und räume mit der Tasche. Und da war noch meine große Brotdose drin. Ich habe so eine große Brotdose, weshalb ich eben auch nicht super schlank bin. Und habe da voll das Regal abgeräumt, Leute. Und nee, da standen keine Duschgele oder so drauf. Was da drauf stand? Terrakotta-Osterfiguren. Und die sind ja super stabil. Nicht. Das ist geflogen, Leute, durch den halben DM. Das war so peinlich. Das hat so gescheppert, ne? Und der DM ist halt nicht groß und da waren auch relativ viele Leute drin. Und direkt neben mir dann auch noch die Verkäuferin. Ich habe mich so geschämt, ne? Klar, das kann mal passieren, ist nicht schlimm. Und aber wenn es einem dann passiert, ist es halt dann schon peinlich, ne? Und das hat so gescheppert und das ist in 1000 Teile zerbrochen, das Ding. Und ich dachte mir nur, oh mein Gott. Und ich habe das alles voll mitgenommen, ne? Und ich so, oh mein Gott, tut mir leid, ich bezahle das und so, ne? Und sie, ja, nee, fragen sie erstmal in der Kasse, ob sie das überhaupt bezahlen müssen. Und ich dachte mir nur so, oh mein Gott, wie peinlich, alle haben daher geschaut, ne? Und ich dachte mir nur, ugh. Und dann habe ich auch gar nicht mehr großartig rumgeschaut, bin dann zur Kasse und musste das zum Glück nicht bezahlen, Gott sei Dank. Und habe dann aber nur noch geguckt, dass ich wegkomme und hab gedacht, ich habe dann vergessen, die Maske einzustecken, diese limitierte. Und ich habe nämlich extra zu Hause alles durchgeguckt und es war nirgends. Und ich habe dann gedacht, habe ich die überhaupt mitgenommen oder habe ich die aus Versehen vor Schreck im Regal liegen lassen? Und genau, und ich hatte auch noch den Korb von DM ja auch noch in der Hand. Und genau, und dann dachte ich, hätte die da vergessen. Aber ich habe mir ein Feuerzeug gekauft und da steckt einfach die Maske drin. Die ist so wunderschön. Und meine Freundin, ich habe ihr die abfotografiert, ob sie die haben möchte. Dann hat sie gesagt, nee, ich habe die schon und ich habe auch eine für dich. Und da hat sie mir nämlich schon auf dem Postweg eine mitgeschickt. Und die kamen halt, dann dachte ich, oh Gott sei Dank habe ich die dann doch. Aber jetzt habe ich sie ja doch, die war im Feuerzeug versteckt, Leute. Ich war so neben der Spur dann, das war so peinlich. Ja, wie so ein Elefant im Porzellangeschäft. Ne? Ich dachte mir auch, jetzt hast du zum ersten Mal hier wieder Ausgang hier in der Stadt, ne? Man hat auf die Kleine aufgepasst und ich konnte mal wirklich für mich dann mal gucken und dann gleich im ersten Geschäft so ein Desaster. Ne? Ich dachte, ja, dich kannst du auch nirgendwo mehr rauslassen, ey. Gar nichts mehr, gar nicht mehr sozialisiert irgendwie nach Corona. Ja. Und da hat sie mir die Maske hier besorgt.
Und jetzt habe ich die zweimal. Mega schön. Oh, habe ich mich voll gefreut und die Karte auch so schön selbst gebastelt. Ja. Ich sag's euch, Leute. Ja, und ich habe mir halt ein Feuerzeug gekauft, weil ich brauchte eins. Sieht man das? Wegen der Kerze hier, unter anderem, dass ich da halt gescheit reinkomme und meins ist leer gewesen und das ging irgendwie nicht mehr aufzufüllen. Und deswegen brauchte ich jetzt wieder eins und habe das auch meinem Mann gesagt und er hat mir auch eins mitgebracht sogar. Aber das entspricht nicht meinen Vorstellungen, ich zeig's euch mal. Er hat's gut gemeint, auf jeden Fall. Er hat mir das hier gekauft. Erstens mal ist das extrem dick. Der Knopf ist hier vorne. Und wenn ich dann halt so in die Kerze reingehe, dann muss ich, also ne, dann bin ich hier mit den dicken Fingern. Und wenn ich so in die Kerze reingehe, erstens mal so, da ist meine Hand zu klein. Ich krieg das gar nicht gedrückt auch. Boah, schaut mal, Leute, wie ich da... Ja, und ich kann ja nicht so in die Kerze reinfassen, weil das geht halt einfach nicht. Und man kann es auch nicht verstellen. Ich zeige euch mal, nicht, dass mir die Haare hier abflammen. Also, das hat voll die abartige Flamme. Oh, Leute, und schaut mal. Bis das dann an ist, der Docht, dann sprüht es nochmal extra so raus. Da zängst du dir ja die ganzen Wimpern da ab. Also, das ist... Das hat er aus dem Baumarkt. Das ist nicht frauenfreundlich, das Ding. Und, also zumindest nicht für meine kurzen Finger. Und deswegen durfte das hier jetzt mit. Das kann man hier schön verstellen. Und das ist schön schlank. Und da komme ich dann auch gut ran. Das ist jetzt natürlich noch hier, ne, das hat auch einen Knopf, dass das, ne, on, off. Und da komme ich einfach erstmal weiter runter. Und, ja, muss jetzt natürlich erst... hat noch einen Deckel drauf, ja. Und man kann es halt auch einstellen, Deckel drauf, alles ist gut, kindersicher ist es dann auch. Ja, kann ich euch auf jeden Fall das Stabfeuerzeug von Profissimo empfehlen. Und ihr denkt euch jetzt auch, ich wollte einfach nur ein DM-Hol gucken und die Alte labert mich voll. Sorry, skippt bitte vor, es tut mir leid. Dann durfte noch mal mit das schöne Dingen hier, ach, wunderschön, Cremedusche, ich möchte das verschenken. B-Soft mit dem Duft von Blüten und Himbeeren, das ist so, so toll, Leute, das kann ich euch absolut empfehlen. Sichert euch das ein paar Mal, das ist mega schön. Dann durfte wieder mit veganes Pasta-Topping. Ich mache jetzt ein bisschen schneller, weil ich habe ja schon so viel rumgelabert hier. Und werde Timesteps machen für diejenigen, die das einfach nicht interessiert, wie verballert ich bin und was ich für komische Probleme habe. Ja, das ist mega lecker, kann ich euch absolut empfehlen. Das ist der Hit. Das geht bei uns weg wie nix. Ich finde das mega, mega gut. Aus Cashews und Mandeln. Sehr, sehr toll. Dann für die Kleine noch mitgenommen, für unterwegs mal und so. Biofrucht-Getreideriegel mit Birne und Banane. Dann Apfel- und Aronia-Beere. Apfel und Karotte. Das könnte ja eigentlich auch der Osterhase bringen, ne? Das lege ich mal zur Seite. Das darf der Osterhase bringen. Und dann noch sowas Apfel-Mango. Das fand ich so niedlich mit den Gesichtern hier drauf. Ja, und der Nagellack ist übrigens auch von DM. Das ist der hier von Trend It Up, die 369. Genau. Dann, das hole ich jedes Jahr im Frühling, wenn es das gibt. Es gibt nämlich immer andere Motive. Diese Geschirrschwämme, da sind jetzt Herzchen mit drin und Tulpen. Ich habe sogar gerade eins in Anwendung noch von letzten Jahr. Das war so eine, einfach so eine Blume mit so, ne, so wie man das halt so malt, wenn man nicht gerade begabt ist. Ja, fand ich auch gut. Mussten mit von Alverde Naturkosmetik Feuchtigkeitshaarmaske Bio Kokos werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Und zwar auch relativ zeitnah. Ich muss mir nämlich heute die Haare waschen. Also was heißt, ich mache es aber, weil ich morgen essen gehe und da möchte ich halt schön die Haare offen tragen und die Locken sind nicht mehr so schön.
Oder vielleicht glätte ich sie mir auch, aber das möchte ich dann eben einfach gern mit frischen Haaren haben. Und da werde ich das vielleicht direkt mal ausprobieren, wobei intensive Feuchtigkeit, nicht, dass sie mir dann fetten. Ich weiß nicht, ich bin mir gerade noch unschlüssig, weil morgen gehe ich essen und da möchte ich schon top. Da möchte ich eigentlich nichts probieren. Es wird aber auf jeden Fall beim nächsten Mal dann ausprobiert, weil das finde ich schon cool. Das ist interessant, das riecht bestimmt auch richtig gut. Dann habe ich Aqua Tuchmaske, Meeresalge, normale und Mischhaut. Und ich habe gerade aktuell eher so eine Mischhaut irgendwie, so von trocken zu fettig. Super interessant. Können wir in einem Video zusammen mal ausprobieren, wenn es euch interessieren sollte. Dann für meine Freundin das hier mitgenommen, die ist jetzt neu, Limited Edition. Diese Maske hier von Balea, Kokos und Pitaya, Kokosöl und Drachenfrucht. 40 Cent hat es nur gekostet. Und ich darf nichts vergessen, das hier, ich liebe diese Reihe von Alverde mit Bio-Limette und Bio-Apfel. Die habe ich auch früher so gesuchtet. Ich glaube, ich habe alles schon davon getestet. Ich finde das so, so cool. Das Micellenwasser, das riecht auch richtig gut und ich liebe ja sowas. Oh, das erinnert mich immer so an früher. Die Reihe liebe ich. Kann ich absolut empfehlen, ist mega. Die riecht auch so wahnsinnig gut. Und ja, super viel Dekoratives habe ich noch von Alverde bekommen. Und zwar ein Puder. Das werden wir auch mal in einem Schminkvideo auf jeden Fall testen. Alverde Sensitive. Und ich habe ja auch öfter mal so Probleme mit der Haut. Deswegen fand ich das super interessant. Das ist die 020 Medium Beige. Ja, wird auf jeden Fall im Sommer auch was sein. Vielleicht kann man damit auch schon so ein bisschen bronzen. Mal gucken. Wir werden es zusammen ausprobieren. Fand ich auf jeden Fall interessant. Dann gucke ich mal, mache ich zuerst das und dann das. Von Alverde ein Blush. Und das ist auch eher so ein Sommerblush, weil der so ein bisschen dunkler ist. Aber ich finde, das ist irgendwie so ein Bronzer und Blush. Also wenn man mal nicht so viel Zeit hat. Die 01 Apricot ist das. Sehr schön. Ich mag auch den Geruch. Ich mag das von den Produkten. Dann hat mich mega interessiert Alverde Naturkosmetik Sensitive Nothing But Volume. Die Mascara hier ist vielleicht gut geeignet, wenn man auch Probleme hat mit tränenden Augen. Gerade jetzt, wo es ja auch wieder so windig ist, ist das auch ein Problem. Da steht parfümfreie Rezeptur für sensible Haut mit Kamillenöl aus kontrolliert biologischem Anbau. Interessant, auf jeden Fall. Bürstchen gucken wir uns mal an und die Verpackung finde ich auch super schön. Oha, cool. Macht bestimmt gutes Volumen, das Bürstchen. Kann ich mir schon vorstellen. Dann duft noch mit Mineral Make-up, Naturkosmetik, die 01 und die 03. Mal gucken, eins für Winter, eins für Sommer vielleicht. Ich probiere es mal aus oder mal mischen oder so. Ja, testen wir. Und dann habe ich noch Augenbrauenstifte nachgekauft. Ich finde die mega gut. Und zwar Alverde Augenbrauenstift Automatik Cappuccino. Mag ich sehr, sehr gerne. Und den benutze ich halt vor allem, wenn ich die Haare frisch gefärbt habe, weil die dann eben so blond sind. Und da mag ich es bei den Augenbrauen auch ein bisschen heller. Und dann liebe ich von Trend It Up diese Augenbrauenstifte Waterproof Brow Liner, die 020 habe ich da und ich liebe es, weil das so diese Tropfenform hat und die mag ich besonders gerne. Und dann habe ich noch, wie gesagt, bei Amazon was bestellt für meine Nägel, weil ich habe ja Rheuma, ich habe dann so schwierige Nägel mit so Rillen und so uneben und dies, ne, und dann hält der Nagellack eben auch nicht so wahnsinnig toll. Und da habe ich mir mal das hier gekauft. Ich habe es jetzt schon ausgepackt, ich habe es nämlich schon getestet von Scholl. Velvet Smooth Electronic Nail Care System. Gott, was ein Name. Aber ja, da kann man sich eben die Nägel so damit machen. Wie gesagt, ich habe das schon ausprobiert und habe mir auch gleich noch Ersatz Feilen bestellt. Die gab es bei Amazon nämlich richtig günstig. Ich habe dafür 8 Euro noch was bezahlt und für die Ersatzfeilen 4 Euro circa. Also ja, ich verlinke es euch mal.
normalerweise kostet das, glaube ich, 30 Euro oder so. Das sieht so aus. Dazu sage ich jetzt mal nichts. Das könnt ihr euch denken, wie das aussieht. Das hier sind die Feilen. Da gibt es 3 verschiedene. Und hinten steht das dann auch drauf. 1, 2, 3. Und ich habe es schon verwendet, ne? Also das hier ist jetzt so ein bisschen rauer. Dann das hier so ein bisschen weicher. Und das hier poliert. Seht ihr das? Ihr seht nur mein Auge. Ja. Genau, habe ich ausprobiert. Das hat so 2 verschiedene Stufen. Wie gesagt, ich sage nichts dazu. Geht also ein bisschen schneller und ein bisschen langsamer. Und hinten kommt eine Batterie rein. Oh Gott, Leute, bitte. Reißt euch zusammen. Hör auf zu lachen, reißt dich zusammen. Wie geht das jetzt hier? Bin ich informiert. Ja, das finde ich halt mega gut. Und ich habe das halt schon ausprobiert. Hier sind mir leider 2 Nägel abgebrochen, aber... Nagellack hält, hat sich gut lackieren lassen. Ich bin damit bisher wirklich sehr zufrieden. Ich bin nicht so die beste Lackiererin. Aber ich finde, dass der Nagellack jetzt schon ein bisschen besser und länger hält als sonst. Genau. Und der Vollständigkeit halber zeige ich euch noch ein Produkt, was ich schon super lange habe. Das ist auch von Scholl. Und das, ich zeig's mal, ich habe das schon länger, ne? Ich zeig's mal ein bisschen weiter weg. Das ist nämlich, um Hornhaut bei den Füßen abzumachen. Und da habt ihr halt so Aufsätze. Ich zeige euch jetzt mal einen neuen Aufsatz. Da habe ich nämlich noch einen da. Sieht so aus, ist dann so rau. Und das ist auch elektrisch. Und dann könnt ihr euch die Hornhaut quasi an den Fersen und so gut abmachen. Da muss man nicht so viel machen. Man muss sie nicht so rum... Also manchmal, da muss man ja Verrenkungen machen. Da frage ich mich, wie soll man denn da ordentlich hinkommen und dann noch selber das machen. Damit geht das super schnell und einfach. Man kann das gut reinigen, nimmt das dann einfach den Aufsatz ab, kann das gut reinigen und ist dann schnell gemacht auf jeden Fall. Finde ich auf jeden Fall sehr praktisch. Vielleicht kennt ihr das Produkt auch schon. Wenn nicht, ich werde es auf jeden Fall verlinken. Der Sommer kommt und wer da irgendwie auch so ein bisschen Probleme hat mit den Knochen und das geht einfach damit, ist praktischer einfach. Und dann war ich noch bei T-Gschwendtner. Ich war ja in der Stadt, ich dachte, ich zeige es euch mal noch schnell, vielleicht interessiert es euch. Es geht eh schon super lang, ich mache auch nicht so lange rum. Da habe ich wieder nachgekauft, diesen Tee hier, Erkältungszeit, den lieben wir, den mag sogar mein Mann. Leicht würzig, dezent süß. Und der ist auf jeden Fall richtig gut, das sind eben alles so lose Teeblätter. Kann ich euch empfehlen. Dann habe ich Brennnesselblätter gekauft. Das sind einfach nur so aus Bioanbau Brennnesselblätter. Das habe ich jetzt zum ersten Mal gekauft. Da steht auch alles drauf, wie das geht, was man da machen muss und so. Und es schmeckt richtig gut. Also ich merke da einen Unterschied. Also jetzt allgemein, das kannte ich jetzt ja noch nicht. Und dann möchte ich gerne ausprobieren, österreichischer Bergkräutertee. Leute, ich habe das jetzt gerade schon 3-mal probiert zu sagen. Leicht blumig, lieblich, spritzig. Ja, das werde ich mal ausprobieren. Kann noch nicht so viel riechen hier. Klingt interessant. Ja, Kräutertees mag ich, die kleine auch. Und dann habe ich noch was mitgenommen, das kaufe ich jedes Jahr. Und zwar das hier, eine richtig große Packung Pomelo. Das lasse ich mir dann immer abpacken. Das riecht richtig gut, so schön fruchtig, spritzig. Und das brühe ich immer ganz konzentriert auf. Also wirklich, hier steht 8 gehäufte Teelöffel. Dann 1 Liter Wasser und 5 bis 10 Minuten ziehen lassen. Aber ich mache das 8 gehäufte Teelöffel und mache das in so circa 200 Milliliter kochendem Wasser und lasse das auch richtig aufziehen, so richtig stark. Und dann mache ich Wasser dazu und vielleicht ein paar Minzblätter mit rein, Zitronenscheiben etc. Und dann habe ich dann richtig schönen Eistee, der wahnsinnig gut schmeckt, keine Kalorien hat, keinen Zucker drin hat und wirklich erfrischt. Und dann habe ich noch eine Probe bekommen, Kräutergewürzmischung Pitta und das ist sowas Ayurvedisches. Ich bin mal gespannt, riecht sehr gut nach Minze, also das ist mit Sicherheit auch richtig toll. Da steht es drauf, Himbeerblätter, Kardamom, Süßholz, Malvenblüten, Rosenblütenblätter,
Lemongrass, Minze. Ja, fand ich super interessant. Habe ich mich auch gefreut über die Probe. Genau, das war es jetzt mit dem Video. So ein bisschen verwirrt war es schon, gell? Aber mal ein bisschen was anderes. Genau, und ich werde wieder Timesteps reinmachen für den, der wirklich nur Interesse an den Produkten jetzt hatte. Man muss auch mal ein bisschen was reden, ne? Schreibt mir gerne noch wegen dem Ohrring. Ich finde es mega schön. Mir gefallen die extrem gut. Und das Armband ist mein absolutes Highlight. Ich liebe die Armbänder von Mindpunkt. Leute, die sind so, so schön. Sind so gut zu tragen. Man kriegt die so einfach zu. Mega gut. Genau. Denkt an den Rabattcode, an die Osteraktion. Ich verlinke alles. Das war's jetzt aber wirklich. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.